Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Gretsch. Ja, ein super geiles Spiel, wie ich finde. Es macht total viel Spaß. Ja, fischen ist nicht. Wir können unsere Fangkörbe jetzt auch leider nicht einholen. Das ist echt ein Riesenproblem, denn der Fischhändler hat immer noch zu. Ich war gerade am Gucken, habe da drauf geklickt und immer noch verschlossen. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir können ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja unsere Aufträge fertig. Einen Fisch brauchen wir für die... für den Kumpel. Blaue Makrele fangen und abliefern. Der ist zwischen den Marktstädten und den Sturmklippen. Marktstädten und den Sturmklippen. Irgendwo hier müsste der sitzen. Glaube ich. Da ist ja noch ein Auftrag, aber das ist... ist das er? Ist das er? Oder ist es der Sammler? Finde den Schlüssel in den Marktstädten. Finde die Musiktruhe in den Sturmklippen. Die Marktstädten... nein, was? Wie soll ich da eine Kiste... wie soll ich da das finden? Das ist doch doof. Naja, okay, wir fahren mal los. Irgendwo muss der Fuzzi doch sitzen hier. Gibt's doch gar nicht. Wo sitzt du? Warst du hier vorne irgendwo? Kam ich vielleicht von der anderen Seite? Na, wir können ja ein bisschen gucken hier. Vielleicht finden wir ja was Cooles noch. Da zum Beispiel gibt es einen anormalen Fisch. Aber das Problem ist... nee, ist kein anormaler Fisch. Das ist ein Wracks. Schlüssel. Da haben wir ihn schon. Relikt entdeckt. Ach du Kacke, wir nehmen ja für Platz weg. Kann ich den nicht irgendwo besser positionieren? Ah, packen wir erstmal hier mit hin. Mission aktualisiert. Da haben wir den Schlüssel gefunden. Das wurde hier angezeigt. Ah, okay, ich verstehe. Aber der Fuzzi muss doch hier irgendwo noch sitzen. Das verstehe ich nicht. Wo war der denn? Es ist direkt schon wieder 12 Uhr. Es ist ungeheuerlich. Es ist einfach ungeheuerlich, dass ich den nicht mehr wiederfinde. Der wird mir leider auch gar nicht angezeigt. Aber hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Das können wir zumindest holen, wenn wir schon keine Fische holen können. Können wir vielleicht noch ein bisschen thrashen. Auch wenn das ziemlich viel Platz wegnimmt. Ich habe mich ein bisschen vertan gerade. Oh, nice. Unterschiedliches Zeug drin. Nice. Das ist gut. Oh, nochmal. Warte mal. Wie werde ich das jetzt lösen? Sieht nicht gut aus. Kriege ich gar nicht gelöst hier. Kann ich nicht rausmachen. Den Schlüssel kriege ich da auch nicht hingepackt. Oh, warte mal. Ach, den kriege ich da auch so nicht hin. Da, so. So. Ja, gut, dann machen wir das so. Habe ich mein Licht an? Ja, habe ich. Weil der hat trotzdem Panik leicht. Diesen Nebel des Grauens. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Boah, was? Habe ich aber, guck mal. Ein Silberschmuck. Oder etwas Silberschmuck. Brett, ne, die brauchen drei, glaube ich.
Können wir auch nicht mitnehmen. Gut, dann fahren wir mal zurück eben. Da ist schon wieder Gruselboot. Hau ab, ey. Wie er dich sofort merkt. Ich hasse dich. Oh, dieses Boot ist aber creepy. Hau ab. Der ist voll schnell. Boah, was? Rumpf beschädigt, Metallschrott über Bord gegangen. Ich hasse alles. Hau ab! Was? Hau ab! Gar keinen Bock auf dich, ey. Bin ich hier überhaupt? Kleinmark. Okay, das ist der Kleinmark da. Boah, wie gemein. So, warte mal. Der entspannte Geist. Haben wir fertig gelesen? Oh, den kriege ich ja auch nicht mehr rein. Das blöde Pi. Willkommen, hast du etwas Interessantes für mich? Auf jeden Fall 30. Können wir das verkaufen? Okay. Sehr gut. Mein Lager, da schmeißen wir mal das Zeug hier rein. So. Okay. Leider ist das andere Ding ja weggeflogen. Aber wir haben einmal so ein Teil, der Forschungsteil. Das ist gut. Da können wir das noch gleich investieren. Nach dem Schlafen gehen. Bisschen Panik ist noch da. Das sollte sich aber gleich lösen. So, einmal drehen. Ich weiß ja nicht, wie lange dieser Fischhändler jetzt zu hat. Das ist ja so die Frage. Und da liegt noch ein bisschen Schrott für uns. Das können wir mitnehmen. Okay. Das war's schon. Kleinmark hat gar keinen Fischhändler oder so, ne? Das hat ja nur Großmark irgendwie. Irgendwie nicht so. Gut, dann landen wir mal hier an. Wir müssen reparieren. Aber das können wir auch kaum, weil wir kein Geld haben. Oh Mann, ey. Ah, er hat wieder offen. Oh, ich habe heute schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? Okay, cool. Also der ist wieder, der hat wieder offen. 2 Tage war der jetzt zu, ne? Weiß nicht, was der Fisch mit dem angestellt hat. 146 haben wir. Okay, ne, das passt ja. Informiere dich über die technischen Daten, bevor du ein Gerät kaufst. Nach dem Einbau gibt es keine Rückerstattung. Jo. Verstanden. Ozeanisch wäre schon geil, ne? Dann könnte ich das auch abdecken. Aber 410, da müssen wir ordentlich fischen. Den Korb muss ich noch ausbringen und die anderen Körbe muss ich einholen. Und ich muss den Schlüssel abliefern. Also, alt Quatsch, was mache ich denn? Ich wollte natürlich nochmal ganz schnell reparieren. Oh, 60. Bro. 60 Dollar, ey. Kann nicht dein Ernst sein, Spiel. So, den Schlüssel können wir schon mal abliefern. Dann werden wir das los.
Und da liegen unsere Körbe, die holen wir dann auch gleich. Und wir schippern, wir schippern, wir schippern, wir schippern. Mein Lager. Ach so, dann können wir das direkt aus dem Lager auch nehmen, das ist gut. Du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht hinten im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silber- und purpurne Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, hast du doch etwas für mich, oder? Zeig es mir. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Was? Fähigkeit freigeschaltet. Eile. Enorme Geschwindigkeit, die ihren Preis hat. Geh nun. Wir müssen noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Wie lange lebst du schon hier? Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Eile, das habe ich aber schon. Die Eilformel ist grausam und wirkt instantan, okay. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt, deine Motoren werden dabei extrem Belastung ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du gern erfahren würdest? Nein. Noch etwas? Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich wusste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich musste. Ich bemerkte, dass dieser Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstreckten. Noch etwas? Weißt du, wem diese Relikte gehörten? Ja. Wem? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen auf. Einen alten Freund. Noch etwas? Nö, okay. Das war's. Mein Lager. Da können wir schon mal das Zeug hier reinschmeißen. Und das können wir da auch rein tun. Gut. Dann heißt es mal die Krabben überprüfen. Eile, erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren. Lässt aber auch Panik und Motorentemperatur steigen. Wähle Eilen mit E aus und halte dann... Okay. Aber uns bleibt ja nichts anderes über, ne? Wir können ja auf jeden Fall schon mal fischen. Wieder so ein Gruselfisch. Tja, ich bin echt mal gespannt, ob ich jemals diesen Typi nochmal finden werde. Da mal so einen besonderen... Für seine Makrele, die ich ihm ja bringen soll. Aber wir müssen uns beeilen. Oh, da haben wir drei drin. Können wir schon mal einsammeln. Bei viele Stunden aber da eh nicht mehr, also... Oh, das war riesig. Mist. Den kriege ich gar nicht mehr unter. Den kriege ich nicht unter. Dann bleibt das erstmal noch drin.
Oh, okay. So, da sind wir voll. Achso, wir können ja mal den Korb noch ausbringen. Und Eile haben wir hier. Was ist hier schon wieder? Oh, okay, da siehst du das Hitzezeichen unten. Oh, ho. Hätte auch in die Hose gehen können. Wir müssen aber groß machen. Schließt es auch aus. Oh Gott. Also Eile ist echt nicht so gut. Die Leuchtturmwächterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Wen hattest du erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Der hatte wohl dann auch diese Eile, wa? Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Das tut mir leid, Omi. Dieses rote Licht habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was das war. Ja, das war wohl ich. Ah, wei. $131, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir ein Nickerchen. Da werden wir noch ein bisschen fischen, damit wir hier zu Geld kommen und damit wir dann hier diese Angel kaufen können. Diese ozeanische hydraulische wollte ich holen, oder? Wir können aber auch diese eine krasse freischalten vorher und die dann später kaufen. Wäre auch nicht schlecht, oder? Weil jetzt haben wir gerade aktuell, das seht ihr hier oben, mit 104% Fanggeschwindigkeit, Küstennähe, Flachwasser und Dredge, das ist das Einzige, was wir aktuell können. Es gibt aber noch dieses Ozeanisch und das ist natürlich richtig geil, weil dann kriegen wir die großen Fische raus. Oder die großen Ungeheuer, keine Ahnung. Wir werden sehen. So, Trockendock. Vergiss nicht, du musst nicht alle Materialien auf einmal beschaffen. Ich weiß. Bretter. Ach, das müssen wir dann... Ach so. Modifiziert... Zwei Frachtplätze für die Aufnahme von Angeln. Ah, ich verstehe. Man müsste das vielleicht auch mal anders anordnen, huh? Kann man das nicht anordnen hier oben irgendwie? Plus 4 Netze. Okay. Gibt es auch. Geil. Stoff und Dings haben wir natürlich. Da kann man dann Netze und Dings nutzen. Okay, warte mal. Ich sag mal Dings, ja. Nehmen wir mal hier mit rein. So. Und Bretter brauche ich, glaube ich, noch. Eins, ne? War das ein Brett? Ein Brett. Eins das. Eins das. 125. Und dann hätten wir Netze, aber die haben wir, glaube ich, sowieso noch gar nicht frei. Ich mache erstmal fertig, dann haben wir das zumindest schon mal reingetan. Hier braucht sie auch wieder Bretter. Zwei Bretter. Schrott und Stoff. Ich habe nur noch einmal Brett. Stoff. Und Schrott. Vergiss nicht, du musst nicht alle Materialien auf einmal beschaffen. Du kannst alles, was du schon hast, vorläufig im Trockendock lagern. Genau. Das habe ich jetzt auch gecheckt. Das machen wir auch. Dann haben wir nämlich Platz wieder im Lager. Oh, ich brauchte bloß einmal. Aber zwei Bretter, okay. Dann machen wir hier noch den. Nee, hier gibt es keinen Stoff.
Ja, auch nicht. Bretter brauchen wir mehr. Wir brauchen viel mehr Bretter. Das können wir noch nicht. Okay. Gut. Da ich jetzt keine Bretter mehr habe, werde ich das Zeug erstmal wieder hier reinschmeißen. Oben ist schon mal gut angeordnet. Alte Eisenkette. Das ungeübte Auge sieht hier nur Müll, aber es handelt sich um hochwertiges Metall. Dafür findet sich sicher ein Käufer. Ah, okay. Dann können wir das Zeug mal gleich verkaufen. Das machen wir mal vorher. Dann ist das weg. Es wird schon gehen, denke ich. Okay. Sehr gut. Dann lasst uns das mal eben verkaufen. Es ist 6 Uhr morgens. Wir fahren mal rüber. Mit Turbo. Darf man unseren Motor noch nicht gut doll überlasten. Willkommen. Hast du Interessantes gefunden? Was ist Interessantes? Ja, habe ich. Guck mal, 97,50. Ja, geil. Da läuft das doch. Die Schmidt-Katze hier. So, dann gehen wir noch ein bisschen angeln. Dass wir unser Geld bei Zeiten zusammenbekommen. Und die Leute wollen ja auch was zu essen haben. Ich kann aber nur noch einen jetzt hier speichern. Aber hier haben wir noch Makrelen. Oh, da können wir auf jeden Fall einholen. Dann war es das auch schon wieder. Hier sind die Makrelen. Kriegen wir auch noch rein. So. Sehr gut. Dann gibt mir mal Vollspeed hier. Das rote Licht habt ihr gesehen, so drumrum. Das meinten die wahrscheinlich. Muss dann irgendjemand anderes auch schon mal genutzt haben. Denke ich. Übernimm dich nicht. Kehr vor allem um, wenn die Sonne untergeht. Besser mit kleiner Ausbeute zurückkehren als gar nicht. $93. Nice. Dann haben wir unser Zeug ja bald schon zusammen. Fischbestand ist hoch. Sehr gut. Oh, da haben wir wieder so einen komischen. Sehr gut. Leer gefischt. Wie viel können wir davon? Ja, zwei hier können wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, was ist das denn? Eine Fleckenflunder. Lappige Haut, perforiert von unzähligen Löchern. Darunter breitet sich eine unförmige Masse aus. Das war auch der einzige, der da drin war. Oh, hier, guck mal. Haben wir wieder so ein Monster gefangen. Geil. Okay, wie stapeln wir das jetzt am besten? Dann kriegen wir jetzt... Da ist eh nur noch ein niedriger Bestand. Ach. Und erschöpft. Okay, dann zurück.
Was hast du heute für mich? Interessanten Stuff. 211 Dollar, geil. Super, da haben wir schon fertig. Wie gut, wie gut, wie gut. Dann müssen wir dich aber mal rausnehmen. Okay, aber es geht nicht gerade. Moment, ich bin gleich wieder da. Mein Lager. Oh, kommst du mal raus? Ich würde gerne die Angel kaufen für 410. Überhaupt nicht teuer, Alter. Auf alles vorbereitet. Geil, jetzt können wir Küstennähe, Flachwasser, ozeanisch angeln. Das ist natürlich geil. Okay. Machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und ich sage tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.